Für die, die sich fragen, da unten liegt die dritte Maus im Bunde. Haben die Jungs da drüben dich geschminkt? Es ist eine komplett glatte Oberfläche. Ruder-Event, also wenn ich es richtig verstanden habe. Ey, wie geil, der erste war eigentlich der schnellste, aber da kommt auf einmal der dritte. Ich versuche gerade nebenbei Video zu schneiden. Das sind die Herausforderungen, wenn du versuchst, im Wohnmobil Videos zu schneiden. Wir hatten gerade den Bauern, der hier wohnt, zu Besuch. Scheiße. Nicht gut. Willst du weinen? Ja, ein bisschen. Wir sind Alex und Kati. Seit 2018 reisen wir an die unterschiedlichsten Orte der Welt, immer auf der Suche nach neuen Abenteuern und Herausforderungen. Gemeinsam mit unseren vier Hunden sind wir Vollzeit-Vanlife. Und damit sage ich herzlich willkommen. Normalerweise beginnen Vanlife-Videos mit irgendwelchen fancy Drohnenaufnahmen. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir sind von Novi Sad losgestartet und hatten eigentlich gedacht, wir sind in circa einer Stunde an dem Platz, den wir uns rausgesucht hatten. Den haben wir auch angefahren. Es war leider nicht wie erwartet, deswegen mussten wir weiterfahren. Das, was man am wenigsten im Vanlife mag oder was am meisten irgendwie stresst, ist im Dunkeln an irgendwelchen Plätzen anzukommen, die man halt überhaupt nicht kennt. Und dann erwartet einen nach ein paar Regentagen auch noch so ein Weg. Und es war ein Geholpere, es war ein Matsch und du weißt überhaupt nicht, wo du bist. Es ging Straßen links, rechts, überall rein und ja, wir haben versucht, unseren Weg zu diesem See zu finden und haben es mehr oder weniger gut gemeistert. Ich bin jetzt irgendwo reingefahren und bin jetzt unten auf einem Weg, der aber relativ sandig ist. Schönen guten Morgen. Wir sind gestern Abend noch relativ spät, eigentlich gar nicht so. Aber es war auf jeden Fall schon dunkel, aber es wird hier mittlerweile auch viel dunkel. Wir sind an einem neuen See, ein Stückchen weiter weg von Novi Sad. Es ist ein Badesee, hier wird auch geangelt. Soll mega das saubere Wasser sein. Für die, die sich fragen, da unten liegt die dritte Maus im Bunde. Lebendfalle, wie gesagt, es tut mir leid, ich würde es ultra gerne mit Lebendfallen machen, funktioniert aber gar nicht. Ich glaube, es ist immer noch eine Maus da, mindestens noch eine. Auch nicht so schön. Also wir versuchen jetzt parallel das Mäuseproblem in den Griff zu kriegen. Ich muss heute ein bisschen was am Laptop machen. Was treibt Kathi? Ah, Kathi hatte einen kleinen Unfall. Ich stehe ein bisschen schief und ich bin reingekommen und ich habe die ganze Milch verdammt. Ja, nicht gut. Unsere Hunde sind frei im Laufen, also zumindest Hans und Lupa. Die haben sich irgendwo da hinten hin verzogen, machen wahrscheinlich irgendeinen Trouble. Ja, prima, mein Bub. Da ist er happy. Ja, super, mein Bub. Hast du Lupa wieder alleine gelassen? Eieiei. Das hat Hans, glaube ich, enorm gefehlt. Enorm. Und er benimmt sich eigentlich auch ziemlich gut. Zumindest sieht man hier drin so auf den ersten Blick keine Mäuseköttel, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Ja, hoffe ich. Nicht ganz so schlau wie. Lupine, mein Schatz, wer hat dich geschminkt? Hm? Wer hat dich geschminkt? Hm? Mäuschen, wer hat dich geschminkt? Haben die Jungs da drüben dich geschminkt? Wir können doch alle zusammenspielen. Nein, nein. Wir sind schon mal zwei Straßenhunde. Oder vielleicht gehören die auch irgendjemandem, ich kann es nicht sagen. Aber wenn unsere natürlich zu dritt kommen, ist das auch blöd. Deswegen muss man immer aufpassen, dass das funktioniert. Also ein Hund alleine ist kein Thema. Also sprich, wenn einer von unseren Hunden draußen ist und da kommen noch Straßen oder Streuner dazu. Wenn die zu dritt rauslaufen, dann ist natürlich für jeden Hund, egal ob Straßenhund oder sozusagen der einen Besitzer hat. Also das ist einfach zu viel. Deswegen muss man immer ein bisschen aufpassen bei unseren, dass die da nicht zu übermütig werden. Ja, super. Ich tu dir nichts, Kleiner. Also da jetzt alle Hunde verschwunden sind, zeige ich euch schon mal ein bisschen, wo wir stehen.
da geht es noch viel, viel weiter rechts und links. Also da geht noch ein Weg, da kann man fahren und da gibt es verschiedene Plätze, aber weniger geeignet fürs Wohnmobil und da, wo das Auto steht auch. Aber wie gesagt, also da kommt man teilweise sehr, sehr schlecht durch, vor allem mit unseren Autos. Wir stehen jetzt seit gestern Abend hier an dem Platz. Wir haben noch natürlich für die Einheimischen und die Angler auch noch mal Platz gelassen. Also wir haben uns nicht komplett ausgebreitet, aber man kann auch hier auf der Wiese stehen oder da. Also bevor es quasi in die engere oder bevor die Straße enger wird. Was man dazu sagen muss, die Straße zu diesem Platz war echt heftig. Also Schlaglöcher, also dadurch, dass wir auch gestern, ich glaube, so gegen 8:30, 9 angekommen sind, hat man natürlich das nicht so gut gesehen. Also teilweise sind sehr, sehr viele matschige Löcher, also sehr hohe Erhebungen und sowas. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Also ich glaube, man sieht an unseren Reifen, dass das ein bisschen matschig war. Also hier beim Alex geht es eigentlich, weil er umgeparkt hat. Aber bei mir, zeige ich euch, ist eine komplett glatte Oberfläche. Also da war so viel Matsch gestern. Aber es hat sich, finde ich, gelohnt, dass wir hier hingekommen sind. Es ist halt eben schön, dass die Hunde sich auch wieder sozialisieren müssen und auch vor allem sich ja wieder auf neue Situationen mit anderen Hunden einstellen müssen. Und ich glaube, es gibt schon Stress, weil der Bauer hat mehrere Hunde und auch große Hunde. Wie ist das Wasser, Harry? Heinze! Also, ich habe ja euch heute schon gezeigt, dass auf der anderen Seite jede Menge Leute waren. Ich habe einen gefragt, der hier mit dem Motorrad gekommen ist. Es ist so, dass es kein Angel-Event ist. Ich habe erstmal gedacht, das ist ein Angel-Event, Ruder-Event. Also wenn ich es richtig verstanden habe, quasi verschiedene Rudergruppen, die sich qualifiziert haben, zum Teil aus Novi Sad und Belgrad. Das habe ich auch verstanden. Also auf der anderen Seite wird immer eine Ansage gemacht und um 2.10 Uhr in 5 Minuten die ersten quasi starten. Mal gucken, was es gibt, also wie das abläuft. Organizator posljednje kola omladinske lige Srbije koje se boduje i gdje će se dobiti prvi pobjednik, odnosno pobjednik u pionirskoj konkurenciji. Der dritte überholt den ersten, ey! Der dritte überholt! Ey, wie geil, der erste war eigentlich der schnellste, aber da kommt auf einmal der dritte, also das dritte Boot und dann... Ich versuche gerade nebenbei Video zu schneiden. Das sind die Herausforderungen, wenn du versuchst, im Wohnmobil Videos zu schneiden. Die machen jetzt Qualifikationsrunden und am Ende gibt es einen Pokal oder eine Medaille. So, mittlerweile ist die Sonne untergegangen. Wir haben schon zu Abend gegessen, aber der Wettbewerb läuft immer noch oder es ist momentan die Siegerehrung. Aber wir haben heute fast den ganzen Tag hier verbracht und haben uns das angeguckt. Wirklich ein cooles Event. Wir saßen sehr, sehr lange draußen und haben die verschiedenen Disziplinen beobachtet. Ja, besser konnte es eigentlich nicht laufen. Schön, schön was. Schön, schön, gute Musik. Rock. Ah, okay. Schöne Musik. Und damit würde ich mal sagen, bei uns passiert nicht mehr viel. Alex ist am Video schneiden. Ich muss ein bisschen zu Hause aufräumen, weil ich gekocht habe. Aber heute ist Samstag und somit ist ja, für Samstag Feierabend. Mal gucken, was wir morgen machen. Vielleicht gehen wir mal in die Stadt einkaufen, müssten wir eigentlich auch. Müssen wir mal schauen. Aber für heute ist erstmal Tschüssi und Feierabend. Jeffy, ich will das nicht. Guten Morgen. Guten Morgen. Übertreib's nicht. Guten Morgen, Mok. Guten Morgen, Herr Wieski. Erstmal aufstehen.
warten. Wir haben aktuell nur die Geschirre und dadurch, dass die so viel ins Wasser gehen, wollte ich nicht, dass sie die anhaben und habe denen so selbst Halsbänder gebastelt, damit man einfach, also aus Paracord und teilweise auch Schnürsenkel, damit man einfach sieht, dass sie einen Besitzer haben, weil ich immer ein bisschen Angst habe, dass sie irgendeiner mitnimmt, weil die denken, die wären Straßenhunde oder so. Also nicht, weil irgendeiner sie so toll findet, nur die denken vielleicht, okay, die müssen, denen muss geholfen werden. Und ich hoffe mit den Halsbändern, ja, dass man das sieht. Ich muss auf jeden Fall, wenn wir mal irgendwo in der Stadt sind, dass ich denen mal richtige Halsbänder hole. Alex findet seins auch nicht. Also für nicht sein Halsband, sondern für Heinz das Halsband. Aber super, super schön. So ruhig. Wir werden ja noch ein paar Tage hier bleiben. Wir haben ja noch ein paar Punkte. Wir haben ja bis jetzt nur Visat gesehen. Also da kommen noch ein paar Punkte auf unserer Liste, die wir uns angucken wollen, wie dann das Wetter sich verändern wird. Wir wollen ja auch nach Nordmazedonien. Ja, wir gucken, wie lange wir da bleiben können, weil wenn es zu kalt wird, ist das auch vielleicht nicht so schön. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich Kaffee mache und Muck und Whisky können noch mal ein bisschen hier sprinten. Also, wir hatten gerade den Bauern, der hier wohnt, zu Besuch. Er kam mit dem Pferd, mit der Pferdekutsche und hatte Paprika hinten und wollte, dass wir uns was rausnehmen. Ich habe gedacht, naja, ein, zwei nehme ich raus, ist ja voll lieb. Aber er hat uns eine ganze Kiste gebracht. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir zu zweit mit diesen Paprikasachen? Er hat gesagt, die roten sind ein bisschen schärfer, die grünen kann man gut mit Fleisch füllen, aber nichtsdestotrotz bleibt immer noch die Frage, wir sind zu zweit. Also ich habe ihm versucht, das zu erklären auf Russisch und er hat es auch verstanden. Ich habe gesagt, wir sind nur zu zweit, das ist zu viel, aber er wollte unbedingt, dass wir das da lassen und hat gesagt, naja, dann kann man es den Kühen hinterher geben. Das sind auch die Kühe, also die sind da beim Bauern. Ja, und dann hat er sich für die Solaranlage interessiert. Hat gefragt, was das kostet, weil er nämlich auf seinem Haus, er hat gar keinen Strom. Ich habe mich auch schon gewundert, weil abends ist es immer stockdunkel und sobald die Sonne sozusagen untergeht, ist gar keiner mehr im Hof. Und er hat gesagt, die haben keinen Strom und hat sich so ein bisschen nach der Solaranlage erkundigt. Aber ist total lieb, also ist wirklich, wirklich mega lieb, nur ich weiß nicht, was ich mit den Paprikas machen soll. Ich wollte eigentlich meine Haare waschen. Das war der Plan und dann kam der Bauer. Hast du doch gar nicht nötig, du solltest mal schwimmen gehen. Klein Lupi sollte mal schwimmen gehen, die wollte ich eigentlich eben überzeugen, dass wir mal zusammen ins Wasser gehen. Also wer schwimmen gehen muss, ist hier die da. Wer nicht schwimmen gehen muss, ist Heinz, das ist wirklich der sauberste von allen hier. Aber was ich dazu sagen muss, die haben aktuell sehr, sehr viele Zecken. Obwohl ich denen diese Tinktur gegeben habe, die wir schon mal gekauft haben. Aber ich muss sagen, die haben so richtige dicke, fette Oschis. Also Heinz hatte heute 4 Stück, die ich ihm rausgenommen habe. Lupa hatte welche. Und ich finde, hier so in den osteuropäischen Ländern wird es ein bisschen mit Zecken viel, wo ich wieder auf die Halsbänder zurückgehe. Ich finde, die Halsbänder waren super gut. Ich muss mir jetzt nochmal schauen, wo wir sozusagen Halsbänder kaufen können. Aber auf jeden Fall diese Tropfen, was ich da genommen habe für das Fell, die einen Monat halten, die bringen eigentlich gar nichts. Whisky weg, Heinz. Nein, super. Mhm.
Muck, gehst du auch schwimmen? Warte. Muck, du musst auch gewaschen werden. Muckeluzzi. Eins. Hey! So, machst du dich jetzt ready? Hä? Alex, ich muss dir mal was sagen. Du hast ein Problem. Ich habe Mäuse im Auto. Ja, mach mal das ein bisschen spannender. Scheiße. Nicht gut. Willst du weinen? Ja, ein bisschen. Dann denk an wirklich was. Also ich sag mal so, die letzten Nächte sind echt richtig hart beschissen, weil pünktlich nachts um 2 die Maus oder die Mäuse irgendwas zum Knabbern finden und die voll auf den Sack gehen. Wie viel hast du jetzt schon gefangen? 4. 3. 3, das wäre jetzt die 4. Also die 4. hast du gesehen? Ja. Also Jumpy mit 3 weiteren eingezogen? Ja. Oder mehr. Waren die klein? Nein. Ganz normale Größe so. Plus Schwanz, okay. Das könnten auch Ratten sein. Okay. Was ist mit deinen Fallen? Ich muss normale Mäusefalle besorgen. Hier, klick. Das werden wir wahrscheinlich nicht mit reinnehmen. Weil ich sag, einfach wie es ist, das ist nicht wie in der Wohnung, sondern das ist in einem fucking Wohnmobil. So. Und es gibt die Möglichkeit, mit Lebendfallen zu arbeiten, wo die Viecher drüber lachen. Muss man einfach sagen, wie es ist. Lebendfallen kannst du halt komplett knicken. Dann gibt es die Klebefallen, was halt nicht das Schönste ist, aber wo sie dann am Ende des Tages auch raus haben, dass sie da nicht drauflaufen sollten. Was ist denn mit der Lebendfalle passiert? Ja, die haben sie von hinten angenagt, da wo das Nutella war. Aber reingegangen. Also du hast wirklich schlaue ungarische Mäuse bei dir. Ja, aber deine sind schlauer, ja? Weil du hast sie gesehen, aber du hast noch nicht eine von denen gefangen. Das heißt, deine sind auf jeden Fall smarter als meine. Die leben in deinem Motorraum, kommen nachts raus, fressen dir die Haare vom Kopf, ja? Und verschwinden dann wieder. Ja. Er muss das immer dramatisieren. Drama. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. Und vor allem auch den Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen. Und die Glocke aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos von uns verpasst. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Bis dahin, ciao, ciao.